Fall geht es um den Krieg in der Ukraine. Mich haben gestern wieder ziemlich viele Nachrichten erreicht und auch ziemlich viel Schlimmes. Dazu möchte ich mich jetzt nur noch mal äußern und auch Olga, die praktisch da aus der Gegend kommt und richtig informiert ist, was leider, leider diese ganz normalen Mainstream-Medien hier nicht berichten. Unter anderem möchte ich dazu noch mal sagen, was Rick vorhin gesagt hat, dass ich Hut ab für Putin, dass er immer noch stillhält. Er hätte nach dem Ganzen, wie man ihn in die Ecke drängt und wie man ihn auch hinstellt, falsch hinstellt. Und im Übrigen, das hatten wir auch alle schon einmal, hätte er schon längst etwas unternehmen können. Und nur so viel sei gesagt, was dieser angebliche Aggressor Putin im Moment, das sollte jetzt jedem hier auch mal klar sein, opfert er seine eigene Bevölkerung für uns. Für uns hier alle. Und nicht nur hier, sondern Europa. Und ganz besonders auch Deutschland. Nur leider machen die ja weiter und gehen immer mehr an die russische Grenze heran. Und wie Rick vorhin auch schon treffend gesagt hat, es wurden jetzt auch direkt an der russischen Grenze darüber Personen erschossen, verletzt. Wie weit er dann noch stillhalten kann, wissen wir nicht. Wir hoffen. Dann möchte ich da noch mal hinzufügen, Russland ist in höchster Alarmbereitschaft und die Raketen, und ich weiß nicht, die ich gesehen habe da, die reicht vielleicht, wenn euch das mal vorstellt, hier von einem Denkmal zum anderen und hat einen Umfang, der ist vielleicht genauso groß, mit einem Sprengkopf, und das ist nur eine. Die möchte ich nicht um die Ohren geflogen bekommen. Zum anderen ist es auch so, ich weiß nicht, ob das jedem hier noch bekannt ist, unser Land ist nicht frei. Wir sind immer noch Kriegsgefangene. Es besteht kein Friedensvertrag. Wir sind die Vasallen von den Alliierten, ganz besonders von den USA. Jetzt fragt man, warum die nicht zu Abhörspionage richtig was tun. Weil sie müssen so klein sein. Und dann nur noch mal wohlgemerkt, der Amerikaner hat weltweit wahnsinnig viele Militärbasen. Hier in Deutschland sind etliche. Und das möchte jetzt sich bitte jeder mal vor Augen führen, Rammstein und Büchel, da liegt Atompotenzial von dem Amerikaner, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Und zwar verbessertes. Und ratet mal, wenn es losgehen sollte, wir die Kriegsgefangenen, die werden wohl die erste Wucht erstmal abkriegen. Und dann ratet doch mal, wo die hingehen, diese Raketen. Und das bitte ich euch jetzt mal vor Augen zu halten und euch hier nicht mehr in sowas Gesicherten zu sehen. Und vor allen Dingen auch nicht, und das sage ich, nochmal mein Mitleid und meine Hochachtung, dass dort so lange in Russland stillgehalten wird. Zumal von Diffamierung, da würde nämlich die andere Seite schon längst etwas unternommen haben, was sie auch so tun, so unterschwellig. Und jetzt kann Olga euch auch noch mal was sagen, was da jetzt noch abgeht, was hier auch nicht rüberkommt in der Ukraine. Olga? Hallo, wie gesagt, Olga. Ich habe mich. Es gibt leider nicht mehr so viele Berichte über Slawiansk, über Kramatorsk, über die Dörfer, die jetzt unter ukrainischer Armee leiden. Es gibt in Kramatorsk aber Kasten oder mehrere Kästen, wo steht, beschwert sich über deinen Nachbar, wir klären das. Darüber, also ich kenne nicht viel über DDR,
ja, aber Vergleich ist klasse. Das Denunzierung, das heißt, Leute werden gezwungen, ihre Nachbarn, ihre Freunde, ihre Familie nicht nur verraten. Was heißt verraten? Leute kriegen Prämien, wenn sie zu jemandem, wenn sie jemanden angeschrieben haben. Das heißt, auch ukrainische Armee, wenn die jemanden getötet haben, kriegen sie Prämie. Das heißt, die sind da, um zu verdienen. Da sind sehr viele ausländische Söldner. Es gibt kein anderes Wort dafür. Es gibt genug Videos, wo ein italienischer so Don, wie er sich nennt, damit prahlt, was er genau da macht. Er sagt, ich verdiene, bei einem Krieg kann ich schießen und das kann ich jetzt mit gutem Gewissen tun. Die bezahlen selbst ihre Fahrtkosten nach Ukraine, die werden in Kiew abgeholt, nochmal so kurze Einweisungen. Die kriegen kurze Anweisungen, wie man da schießen lernt. Und die Leute tatsächlich, da sind vorgestern, kamen 21 Georgier nach Ukraine als Söldner. Da gibt es Polen, Schweden, Norwegen. Da sind viele von den Nazis, die auch aus Deutschland da sind. Die kämpfen einfach. Die haben jetzt freie Hand. Sie dürfen schießen, denen passiert nichts. Und ich weiß wirklich nicht, Putin kriegt sehr viel Druck auch von eigenen Leuten. Die sagen, wie lange können wir das noch halten? Wie lange können wir zusehen, wie die Leute, unsere Leute jetzt an der Grenze sterben? Da sind in Lugansk ca. 30.000 Soldaten mit ganzer Technik. Die sind dafür da, zu schießen, Leute zu umzubringen. Übrigens, dieses Geschoss, wo gestern in die Stadt Donetsk in Rostov-Gebiet, aber an der Seite von Ukraine, dieses Geschoss, es wurde 70 Teile davon in der Nähe zusammengesammelt. 70, das heißt 70 potenzielle Opfer. Dankeschön. Und meine Bitte wäre noch, kommt auf die Straße, macht endlich die Augen auf und seht, was da abgeht. Und dass wir hier alle noch so ruhig sitzen, denn wir sitzen hier nicht unter einem Rettungsschirm oder so gleich, denn es wird uns hier auch treffen. Können wir momentan wirklich der Vernunft von Putin verdanken. Und ich bitte euch, das wirklich mit nach Hause zu nehmen. Er opfert gerade eigene Leute. Und wie Olga eben schon gesagt hat, lange kann er das auch nicht mehr machen. Und dann sind wir dran. Danke.